Unterdessen werden Tom Meyer und Kollegin Hanna Becker nach Köln-Porz gerufen. Dort hat die Melderin große Sorgen um ihre neu zugezogene Nachbarin. Hallo, Sie haben angerufen? Ja, Elsa Meyer ist mein Name. Ich bin Nachbarin hier. Und ich höre jetzt zum wiederholten Male hier extreme Schreie aus diesem Haus. Und seit 2 Monaten wohnen da welche. Ich glaube, der Mann, der ist ziemlich drauf. Der brüllt aus da. Aus diesem Haus? Das heißt, Sie wohnen da? Ja, ganz genau. Okay. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Und jetzt ist es aber so komisch irgendwie. Was ist das für Schreie genau? Ja, Autsch kam vorhin mal so. Aua, Autsch. Und auch Mississippi, glaube ich, habe ich gehört, aber ganz seltsam. Ja, aber ich so, also jetzt gerade ist natürlich Ruhe, aber die ganze Zeit, sonst hätte ich sie nicht angerufen, weil das ist echt komisch. Vorführeffekt. Naja, ja, und jetzt habe ich schon geklingelt, weil ich der Frau Rudolph, ich mache mir da echt mittlerweile ein bisschen Gedanken, dass der Mann vielleicht doch gewalttätig ist oder so, aber es macht keiner auf. Die Beamten nehmen die Sorgen der Nachbarin ernst, spielen sich hinter der Tür tatsächlich schreckliche Szenen an. Fahren Sie runter. Sind Sie was die Frau Rudolph? Was wollen Sie denn? Sind Sie die Frau Rudolph? Ja, sicher. Wir haben Beschwerden aus der Nachbarschaft gehört. Ja, Sie stören. Hören Sie mir zu? Wir haben Beschwerden aus der Nachbarschaft, dass hier irgendwelche komischen Geräusche aus Ihrem Haus kommen. Hilfeschreie etc. Ich gucke Fernsehen. Sind die bescheuert, die Leute? Ich guck Fernsehen. Also bei Ihnen ist soweit alles in Ordnung? Ja, sicher. Sind Sie alleine? Ja, mein Mann ist nicht da. Nein. Ich hab durch. Tschüss. 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 Frau Rudolph, was? Was hat sie? Dünnschiss. Also sie hat das jetzt mit dem Fernseher begründet. Also ich bin gerade wirklich völlig schockiert, weil ich wollte ja meine Hilfe anbieten. Ja. Und das macht ihr jetzt sehr freundlich, aber wir hören halt eben noch nichts. Mit dem Herrn da vorne? Guten Tag. Guten Tag. Sie sind Herr Rudolph. Herr Rudolph, ja. Ihre Nachbarin macht sich ein bisschen Sorgen. Hier war es wohl irgendwie ziemlich laut. Bis jetzt weiß ich nicht. Also vielleicht hört meine Frau wieder laut Fernsehen oder Radio. Das kann sein, die hört das öfter. Mhm. Ja, da war schon wieder was. Herr Rudolph? Herr Rudolph? Schmerz wo? In der Brust? In der Brust, so ziehen. Herr Rudolph? Wollen Sie sich einmal hinsetzen, Herr Rudolph? Ja, das wäre vielleicht ganz Setzen gut. Setzen Sie sich mal hin. Gemeinsam mit der mysteriösen Beifahrerin erreichen zeitgleich Ben Decker und Ilka Fischer die Wache. Hier klärt sich die wahre Identität der jungen Dame. Ihr kommt jetzt gerade von dem VU. Ja, genau. Von dem Klatsch, Steinerhof. Das ist Ihr Auto gewesen. Also Frau Kollmann, ne? Habe ich, glaube ich, richtig. Und ein Megane. Ja. Dunkelgrüner Renault Megane mit Köln Ludwig Wilhelm 526. Ja, genau. Schön vom Bus. Und sie war in der Karre oder was? Ja, sie sagt, sie wäre Beifahrerin. Was? Genau. Ja, was? Sie kennen sich? Ja, das ist die Freundin von meinem Neffen. Was machst du denn hier? Ja, mein Auto wurde gestohlen. Ich Moment, jetzt mal, noch mal eins klarzustellen. Wie haben Sie sie jetzt genannt? Rebecca. Rebecca, was ist los? Also kommt mit Dina Schumann nicht hin. Wie heißt denn Ihr Neffe? Okay. Lukas. Als Christian Reuter von dem illegalen Autorennen erfährt, fällt dem Polizeihauptkommissar ein Zusammenhang zwischen den Fällen auf. Weil ich habe nämlich hier noch einen jungen Mann dran sitzen. Ach. Ja. Schön mit Start noch. Das wird ja Sinn machen, wenn da noch ein zweiter Rennwagen beteiligt gewesen wäre. Geh ich mal von aus. Ja. Ich habe nämlich hier einen jungen Mann sitzen, der ist mit seinem Vater hier und mit dem Auto draußen. Und das ist auf der ganzen Seite ist das komplett wie so schön vorbeigeschraubt, aber mit grünen Farbanhaftungen. Der Megane ist auch grün. Dunkelgrün. Dunkelgrün. Mhm. Genau. Ich hol den mal raus. Mhm. Ganz genau. So, Entschuldigung, dass das etwas länger gedauert hat. Tim, kommst du mal bitte raus? Ja. Ich lasse jetzt erstmal hier. Ja. Ich will mal gucken. Ach, ich wollte nämlich gerade fragen, kennt ihr euch? Ich habe noch nie gesehen. Wahrscheinlich passt das dann auch ganz gut, ne? Aber das macht jetzt den Eindruck, als wenn Sie ihn kennen würden. Ja. Ist sie schon belehrt worden, richtig? Oder? Nee, wir haben jetzt erstmal ja zeugenschaftlich, ne? Okay. Aber wie sich ja jetzt gerade herausgestellt hat, hat sie auch komplett falsche Angaben gemacht. Also da müssen wir gleich nochmal. Herr Große. Richtig. Wir haben hier den Verdacht, dass hier ein Autorennen ein illegales stattgefunden hat. Jetzt erzählen Sie, was passiert ist. Da ist jemand, der ist schwer verletzt, da besteht Lebensgefahr. Also irgendwo ist jetzt mal der Spaß vorbei. Okay. Ja, der Beifahrer. Was?
Die Beifahrerin gibt zu, dass sie tatsächlich nicht im Auto gesessen hat, sondern nur die Flagge geschwenkt hat. Der verletzte Fahrer erhält eine Anzeige wegen Diebstahls, der andere wegen Verkehrsunfallflucht. Zur gleichen Zeit überprüfen Hanna Becker und Tom Meyer, ob wirklich ein zu lauter Fernseher hinter den Schreien aus dem Haus steckt. Naja, Sie können uns ja zeigen, dass alles in Ordnung ist. Ja, dann haben wir das ja geklärt. Kann ich gerne machen. Das ist eigentlich auch in Ihrem Interesse und Interesse Ihrer Frau. Ja. Mit Ihrem Herzen ist aber alles soweit wieder gut? Alles gut. Bei mir ist alles gut. Oder sollen wir den Krankenwagen rufen? Nein, brauchen Sie nicht holen. Alles gut. Geht wieder. Also das war wirklich nur wegen dem Kreislauf. Okay. Das war aber... Wir gucken uns nur kurz mal um, ja? Kommen Sie durch. Gehen Sie durch. Hier ist das Wohnzimmer, hier ist die Küche. Also hier wissen Sie, Sie können hier durchgehen, frei. Sie sehen, es ist alles in Ordnung. Hab ich doch gesagt. Frau Rudolf? Was waren Sie denn schon wieder hier? Geht's Ihnen wieder besser? Ja, wieso? Also wir waren jetzt gerade vor der Tür, nachdem Sie uns die vor der Nase zugeschlagen haben. Und wir haben da wieder so ein Geräusch gehört. Ich sag mal so, es war ein nicht normales Geräusch. Es war so ein Schreien, vielleicht vor Schmerz. Und deswegen sind wir hier jetzt rein und wollten uns noch mal umsehen, ob alles in Ordnung ist. Ja, ein schweres Geschäft. Sich doch. Eben, oder wie? Ja. Ja. Wir können ja noch mal eine Nase nehmen. Hier ist direkt das Bad. Nicht so dringend. Nein. Wir würden uns trotzdem noch mal hier gerne umschauen, ob alles in Ordnung ist. Und wenn alles in Ordnung ist, dann gehen wir. Dann geht's Ihnen gut, uns geht's gut. Können Sie damit leben? Ja, gucken Sie sich super. Darum. Ja. Prima. Bitte. Also hier, das ist die erste Etage, da waren wir jetzt, ne? Ja, links ist noch Schlafzimmer. Ja. Sie sehen, das ist alles in Ordnung. Ja, das ist jetzt so ein Hobbyraum, den habe ich mir jetzt angelegt. Können wir uns kurz mal im Keller umsehen? Nein, das ist ausgeschlossen. Ich habe heute was. Wo ist der Keller? Ist das der Keller? Ja. Ich habe heute da sind meine Dessous. Das geht nicht. Da ist meine Wäsche, meine. Wir würden uns aber gerne doch mal im Keller umsehen. Das geht nicht. Das ist Chaos. Das haben Sie heute absolut Waschtag? Ja, Waschtag. Haben Sie immer solche Schuhe an zum Waschen? Das sind meine Hausschuhe. Ah, das ist aber gemütlich. Ja. Wo ist Ihr Problem? Da kriegt man keine nassen Füße drin. Mein Problem ist, dass Sie mir anscheinend irgendwas verheimlichen möchten. Was soll ich Ihnen denn verheimlichen? Also so Wäscheberge oder so, das kenne ich. Das kann ich mir gerne angucken im Keller. Was wollen Sie denn in meiner Wäsche? Was sind Sie denn für eine Person? Würden Sie das Glas bitte zur Seite legen? Warum wäre das möglich? Ich würde gerne da. Ich bin hier zu Hause. Das ist auch in Ordnung, aber würden Sie es trotzdem kurz zur Seite legen? Ich mache das sehr gerne da. Super. Wir sind gerufen worden, weil Ihre Nachbarin hier Geräusche gehört hat, die nicht dem Normalen entsprechen. Ja? Wir haben draußen auch diese Geräusche vernommen und irgendwie verschweigen Sie uns etwas. Und wir haben also die Annahme, dass hier etwas nicht mit den rechten Dingen zugeht. Wir würden diesen Verdacht gerne entkräften und deswegen würden wir gerne in den Keller gucken. Warum gehen Sie nicht zuerst nach oben? Würden wir machen? Werden wir machen, nachdem wir unten gewesen sind. Die Tür ist abgeschlossen. Haben Sie einen Schlüssel? Nein. Dann müssen wir ihn suchen. Ja, meine Kollegin ist da. Darf ich mal gucken, was Sie hier so in Ihrem Bademantel haben oder da drunter tragen? Wie, was ich da drunter trage? Sie haben ja anscheinend noch irgendwas unter, oder? Ja, aber das ist mein Waschkostüm, damit das nicht nass wird. Ja, wenn Ihre Wäsche im Keller ist und Sie da eben gewesen sind, dann haben Sie ja bestimmt den Schlüssel bei sich. Können Sie mal Ihre Taschen näher machen? Frau Rudolf, das macht doch so keinen Sinn, oder? Was wollen Sie uns denn verheimlichen? Also, mit dem Kleid werden Sie auf jeden Fall nicht nass. Nee. Können Sie trotzdem mal die Taschen leer machen? Ist doch nichts. Nehmen Sie mal ruhig, nehmen Sie mal die Hände runter. Ach ja. Na, alles gesehen, was ist das, was Sie sehen wollen? Das möchte ich nicht so dringend das sehen. Das ist, genau. Wir wollen nur sehen, was in Ihren Taschen ist. Können Sie die kurz mal leer machen? Ich habe keine Taschen, das sehen Sie doch ganz genau. Aber ja, alles ist doch nichts. Nehmen Sie mal die Arme runter. Ja, was denn jetzt? Sind Sie von der Polizei oder nicht? Ja. Und warum soll ich dann die Arme runternehmen? Damit Sie nicht damit rumfuchteln. Lassen Sie mal die Arme unten und ich schau mal hier in Ihren Taschen. Oh. Ja, aber dürfen Sie das denn? Ja. Ja, ich habe Ihnen da auch erklärt, warum das so ist. Heißt doch einbrecher.de. So, warum haben Sie uns das jetzt verschwiegen, dass Sie einen Schlüssel haben? Damit Sie meine Wäsche nicht begaffen können.
die Spanner vom Dienst. Ich wollte doch bloß in Ihren Bademantel reingucken. Das, was da drunter ist, ja, interessiert mich wenig. Ja, sehen Sie doch. Allererste Klasse. Kriegt er nicht richtig rein? Ach, meine Sie das mal? Güte noch mal. Bitte. Ah, okay. So. Das Domina-Outfit der unkooperativen Bewohnerin lässt die Beamten das Schlimmste befürchten. Tatsächlich wartet im Keller nicht nur frisch gewaschene Wäsche auf Tom Meyer und Hanna Becker. Hier ist auch keiner. Was ist denn das? Hier ist ein gefesselter Mann. Was? Check mal die Metallwerte. Hallo? Hallo, geht's Ihnen gut? Hören Sie uns? Hier ist die Polizei. Ach, du Schande. Okay, ansprechbar. Reden wir mit ihm. Arnold, für die 15:30. Oh, was ist denn hier los? Arnold, hört. Wir haben im Kellergeschoss des Hauses eine gefesselte männliche Person aufgefunden. Wir brauchen auf jeden Fall einen Rettungswagen vor Ort. Person verletzt. Was ist denn hier passiert? Guten Tag, Frau Rudolf. Ja, was macht der denn hier? Ja, das können Sie sich wahrscheinlich gar nicht erklären, oder? So. Das hat so seine Gründe. Alles gut, ruhig. Bleiben Sie kurz liegen, alles gut. Was ist denn hier passiert? Erzählen Sie mal. Ja, hier mein Nachbar hat mich in der Kneipe drauf hingewiesen, dass hier ihm seine Frau hier auf so SM-Sachen steht. Ich stehe da so ein bisschen. Hey, bitte! Ich glaube, ich werde bescheuert. Was ist denn hier los? Ey, du hast ja wohl nicht mehr alle. Okay. Das. Alles gut. Ihr kommt klar? Ja, ich komme klar. Okay, dann erzählen Sie mir mal weiter, was hier passiert ist. Mein Nachbar hat mich in der Kneipe beim Biertrinken darauf hingewiesen, dass seine Frau so SM-Sachen macht. Ich stehe da so ein bisschen drauf. Er hat gesagt, würde 150 Euro kosten. Ich habe meine Frau angelogen, dachte mir, 150 Euro gibt für ein Bewerbungsgespräch. Die habe ich aber dann hierfür benutzt. Ich bin hier runter, die hat das gemacht. Ich hatte das Code aus Mississippi gesagt. Manhattan! Ja, ich habe Mississippi gesagt, die hat nicht aufgehört. Dann habe ich Auge gesagt, dann hat sie mir einen mit dem Dildo über den Kopf gezogen und seitdem weiß ich nichts mehr. Was? Der Typ, der spinnt ja total. Der hat immer Mississippi. Ich dachte schon, der will was ganz Besonderes. Manhattan ist das Codewort. Das heißt, Sie wollten, dass die Dame hier aufhört, die Frau Rudolf, ja. Aber sie hat weitergemacht. Ja. Sie hat nicht auf das Wort gehört. Ja, und wahrscheinlich habe ich dann das vertauscht. Ja, aber ja, das war der Gegenstand, oder wie? Das ist mein Sklave. Jeder Mensch hat seine eigenen sexuellen Vorlieben. Das ist auch völlig in Ordnung, was jeder in seinem Schlafzimmer macht. Das bleibt auch in dem Schlafzimmer. Und wenn der Herr hier und die Frau sich verabredet haben und wollten, ja, sag ich mal, etwas tiefer gehen in der ganzen Geschichte, dann ist das auch in Ordnung. Aber moralisch muss man sagen, der Mann stand in einer festen Beziehung. Und das stellt für mich persönlich schon irgendwo Vertrauensbruch und Fremdgehen im Endeffekt. Dass die Dame das hier auch noch gewerblich betreibt und ihr eigener Mann damit macht, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Wie auch immer das hier zu Ende geht. Sie bleiben erstmal bei uns am Streifenwagen und warten mit uns, bis der Rettungswagen ankommt. Es wird noch eine Mitteilung an den Zoll geben, weil Sie hier ein Gewerbe oder den Verdacht, wir haben den Verdacht, dass Sie ein Gewerbe treiben, ohne dass es genehmigt worden ist, ja, ohne dass Sie Steuern abführen und so weiter und so fort. Und bei Ihnen haben wir natürlich den Verdacht, dass Sie von dem Ganzen wussten und dass Sie quasi die Leute auch angeworben haben, also quasi Mittäter. Sie müssen sich dazu jetzt nicht äußern, habe ich Ihnen schon bereits mitgeteilt. Okay. Ja? Angaben zu Ihrer Person müssen Sie machen. Das heißt, ich brauche von Ihnen beiden die Ausweise, jetzt. Okay, ich habe meinen hier. Das Paar muss sich wegen illegaler Prostitution vor Gericht verantworten. Die Nachbarin hat sich umgehend von ihrem untreuen Partner getrennt.